Hi, heute habe ich ein Video für dich, da zeige ich dir, wie du mit deinen Händen leichter den Boden berühren kannst oder auch Rumpfbeuge, also wenn man so aus der Hüfte nach unten abknickt. Und ich habe da auch schon zwei Videos, die da super mithelfen, die dehnen dann so die Beinrückseite und den unteren Rücken. Und ja, das hilft bei dem Ganzen. Ja, leichter in diese Vorbeuge kommen, in diese Rumpfbeuge. Gleich verrate ich dir noch, welche zwei anderen Videos ich dafür auch noch habe. Ja, nach dem Intro geht's los. Bleib dran. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Einmal ganz kurz, bevor es losgeht. Kleiner Kanal, ich freue mich, dass wir wachsen. Aber wenn du Content sehen willst über ein bisschen leichter und beweglicher werden und vielleicht ein paar kleine Krafttrainingssachen mit Körpergewicht, dann ja, abonniert meinen Kanal. Wenn dir das Video gefällt, liken. Wenn nicht, dislike. Den Daumen runter und am besten dazu schreiben, warum. Und auch gerne in die Kommentare, was du sonst so sehen willst. Ja? Ich reagiere da in der Regel drauf. Bis jetzt immer. Gut, dann soll es auch schon losgehen. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann ich das auch schon in diesem Kamerawinkel zeigen. Nee, kann ich nicht. Dann machen wir den Kamerawinkel jetzt größer und ich zeige dir, wie man leichter auf den Boden kommt. Ja? Also, wie macht man das normalerweise? Man knickt aus der Hüfte ab und kommt mit den Händen hier an den Boden. Ne? Und wenn du richtig beweglich bist, kannst du dann hier noch ein bisschen rumtüdeln. Ne? Und ja, ist schön. Da kommen aber viele gar nicht hin. Und jetzt zeige ich dir, wie du da deutlich leichter rankommst. Mach einmal vorher den Test. Wie geht das denn? Du knickst aus der Hüfte ab, kommst runter. Wie fühlt sich das vor der Übung an? Wie schwer, wie leicht? Und dann zeige ich dir jetzt, wie man da wesentlich schneller hinkommt und einfacher und leichter. Ja? Da bin ich wieder. Ich fange hier vom Boden an. Du kannst das Ganze aber auch aus dem Stand machen und von da runterkommen. Ja? Wenn es für dich zu schwer ist, vom Boden her anzufangen. Ja, gibt ja viele Leute, die bewegen sich auf dem Boden nicht so leicht. Aber ich fange vom Boden aus an. Also, komm auf alle deine Viere. Und damit meine ich nicht deine Knie, sondern auf deine Füße, auf deine Hände. Ja? Und die Knie, die sind ruhig gebeugt. Die müssen nicht durchgestreckt sein. Ja? Weil das ist ja eigentlich das, wo wir hinwollen. Ja? So diese Position. Aber du beugst jetzt mal deine Knie an. Und dann kannst du dir aussuchen, welchen Abstand möchtest du denn da haben für deine Hände und was ist bequem. Und dann denkst du hier an deinen Po und an deine Sitzbeinhöcker. Ja? Und die bewegst du einfach ein mini bisschen Richtung Boden und wieder hoch in die Ausgangsposition. Richtung Boden. Und wirklich nicht die Bewegung aus den Knien starten, sondern die Bewegung aus dem Po starten. Weil das hier ist ja das, was wir dehnen wollen. Und oft klemmt es hier. Ja? So, also das heißt, Sitzbeinhöcker Richtung Boden denken und das muss gar nicht so viel sein. Und dann die Sitzbeinhöcker wieder in die Ausgangsposition. Und damit meine ich jetzt nicht hier wieder durchstrecken, sondern, ja, die müssen nicht durchgestreckt sein, sondern einfach 1, 2, 3, ja, kannst du ein bisschen für dich selber mitzählen. Aber es geht jetzt hier nicht darum, eine Wiederholungszahl zu schaffen, sondern einfach kleine Bewegung, nur ein paar. Ne? Und dann kannst du gucken, wie leicht ist es denn. Ja, nee, mach mal eine kurze Pause. Kannst dich auf den Boden setzen, kannst ein bisschen rumlaufen und dann wiederholst du das Ganze nochmal am besten. Ne? Hier auf alle Viere, bisschen die Sitzbeinhöcker Richtung Boden und wieder hoch in die Ausgangsposition, Richtung Boden, Ausgangsposition und dann machst du nochmal eine Vergleichsübung, nämlich dass du dann nochmal in die Vorbeuge gehst und kannst mir vielleicht mal in den Kommentaren sagen, ist das jetzt leichter oder nicht? Und ich kenne das so, nach der Übung ist es deutlich leichter. Ganz wichtig hier, es geht nicht darum, dass du die Beine durchstreckst, sondern einfach nur Sitzbeinhöcker hoch, Sitzbeinhöcker runter. Ja? Und Füße und Hände sind auf dem Boden. Gut, jetzt, ich habe doch gesagt, ich habe zwei Videos, die dir, naja, das näher bringen und das noch einfacher machen. Die Videos, die verlinke ich dir
oben und unten. Das ist einmal der beste Stretch der Welt, in Klammern für mich. Und die Übung, die ich neulich hochgeladen habe für den Beckenboden und muskuläre Disbalancen im Becken, ja, was ich dafür mache, die ist auch super für Vorbeugen. Gut, ich gucke jetzt mal, dass ich wieder zurückgehe zu meiner Familie. Wünsche dir noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ja? Bis dann, ciao.